Wir sind jetzt mit dem Toyota Hilux 4x4 Pickup von Sander Tiger, der jetzt bei Graupner vertrieben wird, zum nächsten Testfahrt gegangen. Nochmal kurz einen Überblick von dem Fahrzeug. Wir sind schon mal gefahren. Reifen. Elektronik. Auf einer Akkuplatte befestigt. Der Akku. Schnellwechselhalterung. Stehendes Servo. Blick nach unten mit der Vierlink-Achse. Geschlossene Differenziale, alles starr, zwei Trittbretter rechts und links, mal ein Blick auf den Regler, hier wie man sieht, sind hier Einstellmöglichkeiten mit den Steckern, wenn man diese Stecker umstellt, hier diese beiden, dann kann man einmal den normalen Modus nehmen, dann rollt das Fahrzeug, das ist im ersten Test schon zu sehen gewesen und jetzt habe ich umgesteckt auf dem Scroller-Modus, dann sollte der auch stehen bleiben, wenn ich das Gas wegnehme, also nicht mehr bergab rollen und bergauf genauso stehen bleiben. Das wollen wir euch jetzt mal zeigen. Ich probiere das auch zum ersten Mal, mal sehen, ob es funktioniert. So, für den Test haben wir uns einen steilen Abhang mal ausgesucht und mal schauen, was passiert. Fahren wir ganz langsam los. Ja, dann kommen wir jetzt nicht hoch, ganz vorsichtig. Ah, es ist schon besser. Er rollt ganz minimal nach zurück. Also Bremse in dem Modus ist besser, als wenn man es umstellt. Wenn man ganz leicht das Gas hält, dann bleibt er auch stehen. Wie man sieht, der nimmt ganz gut die Steigung. Jetzt geht es mal bergab. Er bleibt stehen oben. So, jetzt rollen wir mal weiter runter. Wie man sieht, er bleibt schon fast stehen. Also Bremse ist ganz gut im Crawler-Modus. Ganz minimal und jetzt steht er schon. Also auf jeden Fall schon eine deutliche Verbesserung zu der vorhergehenden Variante. Also wenn man das anders einstellt, im normalen Modus, dann rollt er auch wirklich gleich bergab. So, und schon bleibt er stehen. Und schon steht er, ist schon wesentlich besser als im anderen Modus. Da haben sie sich echt Gedanken gemacht bei dem Einsatz.
versuche ich mich mal an einer Steigung, die bestimmt 45 Grad hat. Mal sehen, ob ich gleich die richtige Linie treffe. Ein bisschen zurück, mit ein bisschen Schwung vielleicht. Ja. Jetzt gerade buddeln sich die Reifen ein bisschen ein. Aber er hat es geschafft. Jetzt probieren wir mal jetzt rückwärts. Also nicht Rückwärtsfahrt, sondern es ist die Bergabfahrt. Ja, wenn man ganz vorsichtig Gas gibt, sieht man, kann den ganz gut steuern. Ganz langsam. Ja. Schon ziemlich steil an der Stelle. Ganz leicht rollt er noch, ein bisschen in die Bremse gehen, dass er stehen bleibt. Und jetzt bleibt er auch stehen. Schauen wir uns das Ganze mal von oben an, wenn er hochfährt. Hier war vor uns die kritische Stelle mit dem. Ja. Los an der Stelle. Die Reifen haben da nicht den Griff. Gucken wir mal weiter. Ja, andere Stelle hat funktioniert. Ganz vorsichtig, nicht dass er anfängt mit Kippen. Natürlich auch ziemlich viel Gras. Lass mal durchspielen. Da ist schon ein bisschen Laub vorhanden. Ja, mal gucken, ob wir jetzt vielleicht ein bisschen Griff haben, aber. Ja, mit ein bisschen Sprung funktioniert es dann. Und schon haben wir den Aufstieg auch geschafft. Ein Blick um das Fahrzeug herum. Oben die Lichtleisten. Also die Teile lassen sich hier demontieren und dann in Lichtleiste montieren. Und diesen Sender gibt es dazu. Mit ein paar Einstellmöglichkeiten. Bisschen Gummi drauf. Und man kommt gut an den Gasbremshebel heran.